Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu Let's Play Guild Wars 2 mit unserer Suche an Nekromanten. Geht's heute weiter in den Gender-Ranfeld. Wir sind momentan bei 58% angekommen, haben als nächstes jetzt die Herzchen-Quest vor uns. Helft Mai Schattenläufer, den von Willis Piraten gestohlenen Schatz zurückzuholen. Und von weg bleibt mir nur eins zu sagen, wenn dir der Content gefällt, lass mir gerne ein Abo da, verpasst kein Video mehr von meinem Kanal. Und dann soll es jetzt losgehen, wir sollen Teile der Willis Pläne und was grabt in lockeren Sand, um schnipselalte Pläne zu finden für... wie heißt sie, Mage Schattenläufer ausführen beziehungsweise besorgen. Das werden wir mal eben machen. Gucken wir mal, hier ist es sogar. Können wir es mit dir unterhalten. Sei vorsichtig, Willis Buccaneere sind berüchtigt für ihre Schatzsucherqualitäten und beschützen ihre Geheimnisse auf brutale Weise. Hinter diesen Geheimnissen zu kommen, wäre eine gar köstliche Herausforderung. Seid ihr ein Schatzjäger? Also, wie kann ich helfen? Ich hatte mein Abenteuer, aber mit den Löwengarde zu arbeiten, ist langfristig lukrativer. Okay, ihr macht das schon. Ich sammle Informationen und sage der Löwengarde, wenn es Zeit ist, aktiv zu werden. Wie kann ich helfen? Sie haben Schätze von der Löwengarde gestohlen. Ich arbeite mit ihnen zusammen, um sie zu finden, um das Gebiet herum. Findet ihr Teile ihres Plans? Bringt diese Teile zu mir und ich kann sie zusammenfügen. Sonst noch was? Ihr könnt auch in Sandhaufen nach Teilen ihrer Baupläne suchen. Sie werfen manchmal wertvolle Informationen weg und da sie im Sand stationiert sind, sind ihre Abfallhaufen oft vom Sand bedeckt. Wir werden sehen, was ich besorgen kann. Dann gucken wir nochmal in diesen Sandhäufchen. Huch. Hat uns gesehen. Tatsache. Ein bisschen rauszoomen hier, scrollen, besser gesagt. Wo sind meine ganzen Bekleider? Die laufen erstmal außen rum. Okay. Oder hinten ein Krebs angegriffen. Tut mir leid. Und ein Turm schießt auch auf uns. Den werden wir mal eben hier ins Visier nehmen. Kriege ich den? Da nimmt er keinen Damage. Jetzt. Bisschen Schmuck habe ich auch ausgebessert. Ich glaube jetzt einen neuen Ring, beziehungsweise ein Accessoire müsste, glaube ich, dazugekommen sein, was ich eben ausgetauscht habe. Letzte Folge haben wir das, glaube ich, gefunden gehabt. Der Sand rieselt schnell dahin, während ihr versucht, mit euren bloßen Händen zu graben. Ich werde mir wohl ein besseres Werkzeug suchen müssen, wenn ich vorankommen will. Okay. Verdächtiges Fass. In diesem Fass gibt es gar nichts Interessantes. In Ruhe lassen. Wo kommst du denn her? Hier Piratenholzbein. Kann man das für irgendwas nehmen, außer zum Schlagen? Wir gucken mal. Nicht wirklich, okay. Was macht ihr da? Hä? Sie stehen neben ihnen einfach ohne anzugreifen. Das war ein bisschen komisch. Da haben wir Piratenpläne rechts von uns. Das kann man einmal mitnehmen. Papierschnipsel der Relay-Piraten. Diese Schnipsel sind Teile einer... Okay. Hä? Die spawnen ja aber irgendwie alle ziemlich random einfach mal vor einem. Ah, hier eine Schaufel. Die nehmen wir mit. Guck mal, hier kann man bestimmt graben. Grabt euch selbst ein Loch. Nee, das will ich gar nicht. Nur wenn ihr hier graben. Perfekt. Jetzt muss ich ganz mit der Schaufel rumlaufen. Okay. Ja, dann suchen wir einfach mal weiter. Könnt ihr hier angreifen? Wärt ihr so nett? Dankeschön. Kann ich hier nämlich in Ruhe graben. Okay, haben wir noch irgendwo ein Häuschen? Da ist eine Schaufel. Das sieht aber lustig aus, wie er die Schaufel trägt. Kann man hier einmal rumzoomen? So. Ich hau dir auf die Rübe. So. Da hätten wir mal einen Sandhaufen. Hallo? Attacke. Kann er ja zuschlagen? Tatsache. Ich kann das halt so kein Zerschmettern können wir da machen. Bitte? 75 Schaden? Und Chance zu zerbrechen. Das wollen wir natürlich nicht. 10%. Hey, hey, hey. Hier war doch irgendwo noch so ein Sandhaufen. Schön die chillige Musik da im Hintergrund. Nehmen wir diesen Sandhaufen hier mit. Ob das reicht? Hey, wo wollt ihr hin? Okay. Ihr wollt also euer eigenes Let's Play hier machen. Kein Problem. Ich lege mal eben die Schaufel weg, vielleicht reicht das, wenn wir das jetzt abgeben? Man weiß es nicht. Wir könnten es ja einmal ausprobieren. Gehen wir einmal hoch. Und geben mal kurz ab. So
bei den ungefähr 50% zu mir angekommen. Seht her, ich habe die Aufzeichnung gefunden. Wow, es gab ja richtig viel. Sehr schön. Ich sehe sie mir mal an. Könnte was Großes sein. Das ist auch nicht gerade sehr effektiv gewesen für die Quest. Ich hoffe, meine Begleiter... Ja, so kommt es, okay. Dann wuseln wir einfach mal hier rum, würde ich sagen. Unter Schiffswrack. Dass wir mit den Fässern nichts machen können, oder? Wir brauchen irgendwas Bestimmtes. Oder man findet halt nicht in jedem Fass was. Das könnte ja auch sein. Was haben wir hier? Haben wir ein Event? Gruppenevent. Haltet Kapitän Willy auf, bevor er das Schiff nach Schätzen durchkämmt hat. Okay, das war's tot. Ich glaube, da kommen wir zu spät, ja. Das war's. So, wir gucken jetzt einmal in diese Fässer hier rein. Das ist auch nix. Sandhaufen. Da brauchen wir eine Schaufel. Da hinten brauchen wir auch eine Schaufel. Aber mit dem Holzbein kann man da wahrscheinlich nichts machen. So. Dann haben wir Piratenpläne. Ach, guten Tag. Vielleicht reicht das ja schon. Da ist ja auch noch jemand. Hallo. Schön auf dem Fass. Die nehmen wir gleich mit. Hä? Wo wollt ihr hin? Nicht wegrennen. Das ist natürlich auch gar nicht so dumm, ne? Der rennt weg. Unsere Begleiter hinterher. Wo will denn der Techniker hin? Warte mal. Böse fast down. Ach, der baut da hinten den Turm wieder auf. Ah, nicht mit uns hier, du. Das kannst du mal vergessen. Wie dreist ist das denn? Okay, der Krebs hat, glaube ich, auch auf uns abgesehen, oder? So, wir gucken mal eben hoch. Vielleicht können wir ja noch verschwinden und den Krebs leben lassen. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Naja, fast. Guck mal hier, da müssen wir dich da noch mitnehmen. Ja, fast. Hat nicht ganz gereicht. Hm? Wer bringt uns wohin? Ist das ein Event gewesen? Hab ich gar nicht gesehen. Perfekt, fertig. So. Löwengardist, was macht ihr hier? Okay, wir gehen mal sicherweise mit. Vielleicht startet hier irgendwie ein Mini-Event. Machen wir eben da den Weg frei. Wo seid ihr hin? Ach da. Ich wollte einfach nur so ein Häufchen aufsammeln. Okay, na gut, dann können wir ja wieder zurückgehen. Den restlichen Weg werde ich hoffentlich alleine schaffen. Können wir erstmal die Herzenquest hier vorlesen. Erwartungen weit übertroffen. Ich bin beeindruckt. Willet und seine Leute sind völlig durcheinander. Ihr habt euch als große Schatzjäger bewiesen. Ich bin froh, auf euch zählen zu dürfen. Gezeichnet Mai Schattenläufer. So. Können wir da vielleicht noch was Schönes kaufen? Hoho, das war großartig. Ihr habt die Buccaneere ganz schön in Rage gebracht. Wenn ihr einen Wunsch habt, braucht ihr ihn nur zu nennen. Das hat sich wirklich gelohnt. Jetzt, da ihr es sagt, habt ihr etwas für mich. Wir verkaufen erstmal. Taschen hatte ich erst geleert. Ja gut, zum Schwimmen unter Wasser brauchen eigentlich nichts. Ansonsten haben wir hier noch einen Dreizack. Den Dreizack können wir aber mitnehmen. Wei habe ich gerade gesehen. Den Skin habe ich noch gar nicht. Und diesen auch noch nicht, oder? Irgendeinen hatte ich noch nicht. Ah, das war der. Okay, das war gar nicht der Dreizack. So, dann gucken wir mal eben. Wo können wir denn noch hier hin? Ich würde mal sagen, wir machen jetzt von uns aus gesehen etwas weiter östlich. Da ist ein Spieler gestorben. Aber ich glaube, der ist irgendwo weit weg. Kann ich aufmachen. Einen wachsamen Hügel entdeckt. Okay. Hier haben wir ein Panorama. Das ist wahrscheinlich die falsche Seite, um da hinzukommen. Wir probieren es einfach mal, ob unser kleiner Asura hier vielleicht hochgehüpft kommt. Jawohl. Das sieht gut aus. Vielleicht hier noch so rum. So. Sehr schön. Dann nehmen wir einfach das Panorama mit. Da ist schon wieder ein Spieler gestorben. Hä, wo denn? Okay.
Ist da irgendwas Besonderes gewesen? Man weiß es nicht. So. Genießen wir hier den Ausblick. Was ist da unten rechts? Sägewerk. Und diese, in Anführungszeichen, kleine Festung hier, die sich vor uns erstreckt im Gebirge. Kann gut möglich sein, dass wir da früher oder später bestimmt mal hin müssen. Hier war irgendwo noch eine Sehenswürdigkeit. Aber irgendwo unten. Also muss ja noch irgendwo eine Höhle sein, okay. Oder unter Wasser. Ne, hier. Perfekt, da ist sogar eine Truhe. Okay, meine Begleiter sind weg. Sehenswürdigkeit haben wir. Die Truhe würde ich uns gerne holen. Kämpfen wir uns aber mal durch. Da kennt man nix. Genau, den alten Kneipenschläger. So. Ach, hier eine Elite. Sind die vielleicht deswegen gestorben? Sollte das für uns eine Warnung sein? Silber, ne? Wir probieren es einfach mal. Okay, die beiden haben wir erstmal schön alleine gepult. Perfekt. Jetzt den Ausgräber. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Vorhin hätten wir ja dran hindern müssen, dass er da an den Schatz kommt, gerät, den plündert. So. Ich gehe mal ein Stück nach vorne hier, nicht an der Seuche stehen im Gift. Ja, der droppt aber gut. Kein Problem. Frei. Nicht gedacht. Können schon ordentlich austeilen hier. Muss unsere Gestalt erstmal wieder aufladen, aber sei es drum. Noch 10%. Dann geht's ja an den Kragen. Sehr schön. Gucken wir mal, was in der Truhe drin ist. Schwere Stiefel. Ist nicht wirklich was für uns, aber wir haben es heroisch zu Ende gebracht. Okay, also östlich von uns, bei dem wachsamen Hügel, gibt es noch eine Heldenherausforderung, einen Wegpunkt, den wir uns holen werden. Kann ich hier durchreiten? Ja, sieht gut aus. Ein Veteran. Ich unser armes Reittier hier umkloppen. Voilà. Stecke fest. Ich glaube, wir machen erstmal die Heldenherausforderung. Und dann sehen wir mal weiter. Sofern die irgendwo in der Nähe ist, beziehungsweise oben. Guck mal, ein kleiner Ulm. Hallo. So. Ist das hier direkt vor uns oder ist das oben in dieser Festung? Nee, das sieht gut aus. Kriegsmeisterin Julina. Ich habe die Geburt eurer Legende verfolgt, Erin Weddington. Schaut nicht so überrascht rein und erwartet auch nicht von mir, euch zu erzählen, wie lange ich eure Taten schon beobachte. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass ich zugegen war, als ihr aus der Akademie eures Kollegs hervortratet. Ihr habt es soweit gebracht. Was wollt ihr von mir? Es ist in der Zeit, dass ihr mit mir kämpft. Hey, ich wollte das zu Ende lesen. Wow. Okay. Na gut, sei es drum. Ihr wird mir fehlen. Er ist noch gar nicht besiegt. Die Kriegsmeisterin ist noch gar nicht besiegt worden. So. Genau. Das probiere ich ja schon die ganze Zeit. Aber wir können sich nur mit ihr unterhalten, oder? Doch. Es ist an der Zeit, dass ich meinen Platz auf dem Schlachtfeld einnehme. Vielleicht kehre ich nicht zurück. Dies ist entweder der Wendepunkt oder das Ende meines Lebens. Ich bin froh, dass die Geister euch geschickt haben, bevor es zu spät war. Tief sind eure Spuren in Chiria. Ich wünsche euch den Sieg. Dasselbe wünsche ich euch auch. Wir müssen tatsächlich hier hoch, ne? So ein Asura-Portal. Jetzt nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Ich glaube, wir müssen einmal den Hügel. Und ganz viele bunte Zeichen waren da. Wahrscheinlich sehr viele Händler. Die Wegmarke zur Feste der Wachsamen.
Was würde die kleine Eule? Geht's hier irgendwo durch? Hier. Yippie! Okay, wird sie irgendwo unterhalten? Wo ist denn hier die Sehenswürdigkeit da unten? Nähe vorne dran, oder? Perfekt, haben wir gleich gefunden. Gibt's hier noch irgendwas in der Nähe? Hier war doch noch irgendwo eine Sehenswürdigkeit, oder? Oder ist das nur der vorderste Teil der Feste gewesen? Schauen wir mal. Was war das hier überhaupt? Moment, wir können kurz lesen. Ich habe das einfach so gekonnt ignoriert. Wollt ihr weiterreisen nach Hauptquartier der Wachsamen? Nö, wir bleiben erstmal hier. Da wird bestimmt früher oder später noch irgendwas auf uns zukommen. Einmal hier rein. Schneeblindgipfel entdeckt. Gucken wir mal auf die Karte drauf hier. Dann eine Sehenswürdigkeit. Hier haben wir einen Wegpunkt. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich einmal darüber. Einmal runterhüpfen vielleicht, ich weiß nicht. Hep. So. So ein schöner Ausblick hier. Über Schnee. Helft Johann bei seiner Ausbildungstätigkeit im Wollems Schlachtgrube. Wisst ihr irgendwas über diese grobschlächtige Norm? Taugt die was? Sie ist eine Norm. Ist er gestorben? Oha. Kann ich hier irgendwas machen? Ist das hier... Nö. Das ist eine Herzenquest und ein Speer. Okay, trainiert in den Einzel- oder Gruppenarenen den Kampf gegen die Bestien aus der Kampfgrube. Kampfgrubenwärter Johann. Hallo, wie ich sehe, seid ihr zum Kampfgrube gekommen. Ein wahrhaft sagenumwobener Ort. Wollem ist einer der grimmigsten Wettkämpfer in ganz Tyria. Wer ist Wollem? Wollem ist der Kampfmeister der Arena. Er und seine Gemahlin leiten die Arena. Sie gestatten mir hier zu trainieren. Dafür übernehme ich die Aufgabe des Verwalters. Eines Tages werde ich der Meister sein. Was kann ich für euch tun? Jedwede Hilfe ist willkommen. Ich helfe Kyrs und Wollem bei Abrichten der Bestien, aber nun sind es zu viele, als dass ich in der Aufgabe allein Herr werde. Abrichten der Bestien? Ich hatte nicht die Zeit, heute mit vielen Bestien zu arbeiten, und sie werden ziemlich schnell unruhig. Geht einfach zu den Käfigen und fordert eine Bestie heraus. Aber acht, einige sind zäh als die andere. Klingt aufregend. Ja gut, gucken wir mal. Kann man da reingucken? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Lautes Knurre und Gefauche ertönt hinter dem Tor, und Blutgeruch hängt schwer in der Luft. Seid ihr bereit für die Herausforderung? Ich nehme mein Schicksal an. Okay, was können wir hier? Also wir können das einmal leicht auswählen. Ich werde dem Troll die Stirn bieten, mittel. Ich werde dem Bären die Stirn bieten, schwer. Ich werde dem Wag die Stirn bieten. Und wenn ich mir recht überlege, ist mir das alles zu viel. Wir machen erstmal den Troll. Hä? Ach da, hallo. Man wird direkt reingeportet hier. Okay. Ich dachte, da wird das Tor irgendwie geöffnet und dann geht's draußen los. Kann ich jetzt wieder rauslaufen? Okay, da wird man wieder rausgeportet. Dann werden wir immer den nächsten. Haben wir dasselbe. Nehmen wir diesen Mittel. Ein Eisbär. Guten Tag, guten Tag. Huch. Das war ich aber nicht. Ich glaube, man wird automatisch wieder rausgeportet, oder? Ja, so sieht's aus. Und dann werden wir jetzt einmal schwer machen. Gucken, ob das mehr Punkte gibt. Veteran-Eisbär, okay. Der blockt sogar. Ja, aber geht auch ganz gut runter. Kein Problem für unsere Crew. Gucken, wie viel das gibt, Leute. Da muss man schon ordentlich viele Kämpfe machen, damit das hier irgendwie der Balken sich füllt. Wie war es auch mal so gewesen, als wenn hier drinnen irgendein kleines Event auch gestartet ist, dass man hier irgendwas gemacht hat. Machen wir mal schwer, gibt am meisten Punkte. Oh, diesmal, was bist du denn? Ein Dschungelraptor. Rubby Raptor. Da draußen wird wieder gequatscht.
Leider kriegt man die Hälfte mit, was da draußen ist. Langsam, Kindchen. Was so toll es klingt, ist es ziemlich furchtbar ehrlich. Und Tote können kein Leben mehr retten. Okay. Ah, das sind gleich... Hä, sind das zwei? Nee, das eine. Das sah gerade nur so im Augenwinkel aus, wenn ich gegen zwei kämpfe. Naja. So. Einmal auspucken, bitte. Hallo? Mein Gott, die quatschen ja alle auch rum. Das erinnert mich an diese kleine Festung, wo wir gewesen sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Da waren sie auch die ganze Zeit am Quatschen. Okay, aber schön, dass wir unterschiedlich sind. Jetzt haben wir eine Wespe drinne. Mal gucken, was hier noch so auf uns zukommt. Nimm dies. Ja, so zwei, drei Kämpfe bestimmt noch. Und dann haben wir hier Wollem geholfen. Oder war doch Wollem, oder? Nee, er half Wollem, glaube ich. Johann, genau. Johann war sein Name. Steht ja auch da. Wer lesen kann. Naja, ist ja auch schon spät. Von Arbeit gekommen und so. Muss man schon mal verzeihen können. So. Wir arbeiten hier einfach jeden Grubenkäfig ab. Ein Bär? Oh nein, ein Wag, fast richtig geraten. Dann müsste, glaube ich, jetzt in jedem Käfig besitzen unterschiedliche Gegner gewesen sein, oder? Ein Eisbär, ein Dschungelraptor, eine Wespe, der Wag. Und die anderen Gegner habe ich vergessen, glaube ich. Okay, alles Angeber hier. So, noch mal einer. Ein Teerelement. Das sieht ganz schön klumpig aus. Klumpi. Und reicht das? Es reicht, jawohl. Sehr schön. Und Level Up haben wir auch. Einwandfrei. Ach, jetzt kommt natürlich dieses Event. Aber gut, das werden wir eben, glaube ich, mitnehmen. 10 Heldenpunkte bekomme und Verlies Erforschung Katakomben von Ascalon wurde freigeschaltet. Mit Stufe 37 bekommen wir 10 Heldenpunkte. Eine seltene Ausrüstung mit 39. 40 statt unsere persönliche Geschichte Kapitel 4 und zweite Spezialisierung mit 45. Kürs die Kühne. Die Arena-Bestien sind exotische Kreaturen aus fernen Ländern. Giftspinnen, tollwütige Lahmochsen. Nur ein erfahrener Gladiator könnte mit ihnen fertig werden. Würdet ihr das euch zutrauen? Oh ja. Ihr seid zu nett zu ihnen, Wollem. Diese Kämpfe sind recht langweilig. Ich hab das schon im Griff. Ich sag euch was. Wir kämpfen ein paar Runden. Mal sehen, wessen Bestie siegt. Es gilt. Was ist der Einsatz? Wenn ihr mich besiegt, dann kriegt ihr Bier und Lamm für eine Woche. Die Wette gilt. Wenn eure Bestie siegt, dann räume ich einen Monat lang auf. Aber egal. Niemand besiegt Wollem den Grimmigen. Mal sehen, wie ihr mit dem fertig werdet. Ja. Bezwingt die Angriffswellen. 50 Sekunden haben wir Zeit für 7 übrig gebliebene Kreaturen. Müsste ja normalerweise noch Spieler zukommen. Wer lacht denn da so? Genau. Breitet euch die nächste Welle vor. Genau, einmal den Übung. So, da kommen die nächsten. 5 Gegner. Ich schätze mal, wenn wir ein paar Wellen kommen und dann wird vielleicht Wollem der Grimmige oder wie er sich genannt hat. Wie hieß er denn? Weiß ich gar nicht. So. Vielleicht Wollem der Unbesiegbare. Oh, die Wellen schon sind. Also mit mehr Spielern sind die Wellen schon ziemlich einfach. Ich glaube, alleine hätten wir ein bisschen länger gebraucht, aber so geht das schon.
Es ist sehr angenehm, auch mit AOE zu spielen. Come Raptor. Kommt jetzt der Endgegner? Nee. Kommt durchaus hier. Wir haben hier eine kleine nette Begrüßung für euch vorbereitet. Ärgerlich. Ja. Hüpf. Hüpf. Ach, Spinnis. Spinnchens. So hätten wir die Quest bestimmt auch fertig machen können. Die hätten bestimmt auch gezählt. Wo denn? Ach da. Gepanzerter Behemoth. Bist du der jetzt der Endgegner? Wahrscheinlich, ne? Hält schon ein bisschen mehr aus. Gehen wir mal in unseren Todesschleier. Das haben wir liebevoll Schattenschleier genannt. Nee, das waren noch nicht alle. Okay. Mino, Mino. Hey, ich habe hier gar nichts getan. Todesschleier? Genau. Perfekt. Fertig. Gibt es ja noch eine Konversation? Sieht nicht so aus, oder? Ach, hier ist ja Wollem der... Geschichte erlebt. Nun schreibt sie neu. Ich, Wollem der Grimmige, der Bärenbester, suche Herausforderer. Furcht will ich sie lehren. Jetzt gehen wir uns kämpfen. Wen juckt's? Ich besieg euch alle. Oh, oh. Hoppsa. Es geht los. Die sind alle weggerannt. Ich habe so fast gedacht, dann machen wir uns halt rein. Todesschleier. Hey, das ist auch unfair, was du da machst. Jetzt kommen sie alle wieder zurück. Jetzt, wo ich ihn fast fertig hatte. Okay, er heilt sich hoch. Ich kann wahrscheinlich erst sie jetzt killen. So sieht's aus. Gut, dass ich meinen Todesschleier komplett aufgebraucht hatte. Vielleicht macht das nochmal. Bestimmt, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Ah, wobei, 10%, 8. Jawohl. Kein Wettbewerb. Ein andermal vielleicht. Heroische Arena-Kämpfe heute gehabt. Kann ich mit dir unterhalten? Ihr wollt wohl auf die Tribüne. Für den Schwachen und Trainierten ist es hier unten zu gefährlich. Grausame, halbwilde Tiere streifen auf dem Gelände herum. Ich bin kein Zuschauer. Wäre ich fast drauf reingefallen. Ihr seht nicht gerade wie ein Herausforderer aus. Sprecht mit Kyrs. Sie wird euch sagen, ob die Bestien bereit sind. Hoffen wir mal, dass ihr nicht wie ein Zuschauer kämpft. Warum kann ich nicht einfach euch herausfordern? Ihr könnt glücklich schätzen, dass ich überhaupt meinen Atem an jemanden verschwende, der so feucht hinter den Ohren ist, wie ihr es seid. Es würde mich mehr Zeit kosten, das Blut von meinen Hammer zu wischen, als euch zu bezwingen. Bezwingt die Bestien, dann dürft ihr gegen mich antreten. Ja gut, das wäre natürlich vorher die Konversation gewesen. Und wir haben ja jetzt das Fürchten gelehrt, haben uns ja bewiesen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir dann die Herzenquest abgeben, dann auch mit Johann nochmal reden, beziehungsweise mit dem Speer da hinten unterhalten. Wie heißt der gute Zodin Rotblut? Und ansonsten bleibt nur noch eins zu sagen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mich gerne wissen über einen Kommentar, ein Feedback von euch. Würde mich tierisch freuen. Wenn ihr es nicht gemacht habt, folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen, die ich verlinkt habe. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, morgen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.